Nein, ich sehe schon, die Harleys stehen hier rum. Genau. Ich rate jetzt mal, wir machen eine Harley-Tour. Kannst du schwer davon ausgehen. Mo, fährst lieber damit, oder was? Ja, natürlich. Wie fährt die Yacht, obwohl da keiner am Steuer ist, vor allem du nicht? Ja, der AMG parkt ja auch von selber und diese Technik gibt's auch für die Bude, ne? Ich fange gleich an zu kotzen, ich habe gerade gefrühstückt. Guten Tag, Werner. Was geht denn, Alvin? Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Wir haben heute wieder perfektes Wetter. Perfekt, perfekt. Werner, ich sehe schon, die Harleys stehen hier rum, wir haben perfektes Wetter. Genau. Ich rate jetzt mal, wir machen eine Harley-Tour. Kannst du schwer davon ausgehen. Und ich nehme an, du nimmst auch auf jeden Fall den Langgabler. Ich nehme den und der Mo nimmt den, ja. Ja. Was hast du sonst noch so im Petto? Ja, du hast ja gesagt, du hast irgendwelche dummen Fragen mit dabei, ne? Ja. Und die werden wir dann beantworten. Ja, und ansonsten schauen wir, was der Tag so mit sich bringt. Ne? Und wir werden ein paar gute Locations anfahren, ne? Genau. Und auf dein Buch gehen wir auch nochmal ein. Guck mal, morgen um 12 Uhr habe ich eine Yacht gemietet, ne? Okay. Und danach fahren wir gleich zum Mendel hin und dann klären wir das ab. Machen wir einen Videocall mit dem Herbert und dann verkaufen wir Bretstor Zweigstelle Mabea. Das klingt nach einem Plan, Daniel, oder? So wird's gemacht. Der wird nicht lang gefackelt. Innerhalb von gefühlt 10 Stunden wieder neues Business angeschoben. Also hat er direkt nicht abgesoffen beim Anfang. Das ist schon mal gut. Dafür, dass er jahrelang nicht gefahren ist, ist doch gut. Und geht. Mo, fährst du lieber damit, oder was? Ja, natürlich. Aber guck, wie schnell es einpackt. Wenn deine Halle umkippt, gell? Kann ich AOK anrufen und sagen, ich sag's dir, nee, wie sieht's mit meiner Lebensversicherung aus? Baujahr 2008, 50.000 Kilometer und heute nachts angeboten bekommen, 15.000 Kilometer, 11 Monate alt, Baujahr 2021, für einen 10er mehr. Weil ich muss ja jetzt gucken, ich brauche ja jetzt für mich privat, muss ich ja jetzt auch wieder was kaufen, ich habe ja nichts mehr drüben. Ich habe jetzt noch ein Fiat 500 und was habe ich noch? Ein Jeep. Na, der kommt ja jetzt auch nächste Woche rüber. Und den Jeep habe ich noch, den Wrangler. So geht's mir auch. Kein einziges Auto vor der Tür, so viele Autos auf dem Hof und nichts mehr zum Fahren. Ich feier den Sound. Ne? Ja, das ist schon geil, Alter. Das soll die Sports dann nehmen. Das kann man ja nicht. Wieder absaufen. Ist der Power. Ja, das Sports ist kein Problem, glaub mir. Letzten Tage mit Werner. Ja. Schreib dir mal so ein paar kurzen Worten. Wie war das so für dich alles? Schon ein geiler Trip auf jeden Fall. Werner erinnert mich an so Jugendliche, der einfach alles machen will. Aber das sind halt unbezahlbare Sachen, die er macht, weißt du? Ich glaube, er wird auf jeden Fall das erste Ticket kaufen, Richtung Welt an. Der kauft Autos wie Erdbeeren, Digga. Kannst du ein bisschen auch was über deine Single verraten, über die wir hier gedreht haben? Auf jeden Fall, ich sag die Wahrheit, also die Spots alleine bei Werner, die Villa, die hat so krasse Spots, die sind schon unbezahlbar. Die Single, die wir jetzt gedreht haben, die wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Auf jeden Fall den Mo abonnieren, wenn er es noch nicht schon getan hat, dann werdet ihr das auf jeden Fall in seiner Story dann sehen. Mo macht sich jetzt noch die Haare fresh. Dann geht's wieder ab zum Werner und dann schauen wir, was wir heute Abend noch machen, oder Mo? Ja. Ja.
Nennt mir einen, der für 60 Euro den Bart rasiert. Die meisten Rapper bezahlen 60 Euro ihr Handyvertrag. Ich gehe für 60 Euro meinen Bart rasieren. Oh, du siehst. Ah. Loch. Ey, gute Werner, was steht denn jetzt an? Ja, wir fahren jetzt erstmal frühstücken, ne? Dann fahren wir ein paar Rabanos, dann bewegen wir uns auf eine Yacht, fahren aufs Meer ein bisschen raus, ne? Wir fahren jetzt mal los und der Werner natürlich standesgemäß im Cabrio, ne? Und du aber in der Limousine leider nur. Ja, was soll der Geiz? Ja. Alvin, ist das Leben nicht geil? Ich meck auf keinen Fall. Werner, wann werden denn die Orangen hier geerntet? Das musst du denjenigen fragen, ne, der woandert. Ne? Zu denen gehöre ich auf jeden Fall definitiv nicht. Du gießt einfach nur den frischen O-Saft ins Glas rein. Richtig. Ja, einen wunderschönen Herr Dutze, was geht denn? Ich habe eben ausgecheckt. Ja, und die Sozialstunden beim Werner hast du absolviert? Auf jeden Fall. Ich werde jetzt weiter Dummheiten begehen, damit ich weiter Arbeitsstunden mache auf jeden Fall. Krass, 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 sag ich auf jeden Fall. Ja. Jetzt gehen wir ja erstmal auf eine Yacht und frühstücken. Wir gehen jetzt auf eine Yacht, genau. Wir gehen frühstücken und ab morgen bin ich wieder im Arbeitslosenland. Anna, what was the fastest speed you had on a car? I think 240. Could you imagine to drive like over 300? No. Anna, ja? Mehr flexen kann man nicht, oder? Also, wo steht die Yacht jetzt? Oder warst gestern wieder so besoffen und weißt gar nicht, wo du sie geparkt hast? Wir werden schon eine von denen auf jeden Fall fit machen. Okay. Der kommt ja erst um 12, ich weiß es ja auch nicht. So, jetzt gehen wir frühstücken. Warte mal, wo? Wollen wir mal hier die Firma fragen, ob sie hier rausgehen und wir dann den Brezdor hier reinmachen? Herbert, einen lieben Gruß nach München. Wir werden hier den Brezdor München ganz groß vertreten. Und einen lieben Gruß natürlich auch an die Family. Ne? Wie fährt die Yacht, obwohl da keiner am Steuer ist, vor allem du nicht. Ja, der AMG parkt ja auch von selber und diese Technik gibt es auch für die Boote, ne? Drückst einen Knopf und dann fährt er dich frei weg aus dem Hafen raus, ne? Ja, das gehen wir auf jeden Fall mal jetzt mal hoch ans Deck. Zwei Autos, glaube ich, schon bestellt in diese zwei Tage. Ja, und beim Frühstück hat er schon da gesessen, wollte sich schon das dritte wieder holen für Deutschland. Der hat schon drei, vier Yachten gesnipert beim Frühstücken. Habe ich gerade ihn abgelenkt, damit er nicht irgendwie Telefonate wieder macht. Ich will das Ding kaufen. Das müsst ihr euch mal reinziehen, ja. Drei Autos in vier Tagen, glaube ich, schon geklärt. Manche Familien kaufen sich das in einem Leben. Jetzt haben wir auch das Geheimnis ja gelüftet, ne? Wie das Ding hier fährt, ne? Ja, das Ding hat einfach zwei Steuermöglichkeiten. Ich zeige es euch mal. Hier oben ist Fernando, der Kapitän. Der fährt hier uns jetzt erstmal aus dem Hafen raus. Den Wetterdienst hast du auch bezahlt heute, gell? Den habe ich besonders gut gespielt. Fernando, how fast can we go with the boat? Maximum speed is 23. Normally we'll go 10 knots. 10 knots? Yeah. This round about like what, 30 kilometers an hour? Yeah, about 20, yeah. 20, 25. Yeah? Wie fühlst du dich gerade? Keine Ahnung, das ist so ein unbeschreibliches Moment. Ein Mix von erholsam, von ich fühle mich gerade wie Werner, so ein Cocktail-Ding, weißt du? Deswegen Leute, wenn ihr irgendwelche Ziele habt, verfolgt die, damit ihr eines Tages auch genau hier hinten sitzen könnt. Ich fange gleich an zu kotzen. Ich habe gerade gefrühstückt. Alter, nee, mir geht es ja darum, dass ich das Handy nicht verliere. Wenn du drüber fliegst, ist mir egal. Danke, du bist mir ein Freund. Ich schmeiß dir eine Kette hinterher. So kann man schon das Leben genießen, gell? Ja, definitiv, definitiv. Das mit dir zusammen erleben zu dürfen, da sage ich auf jeden Fall immer Danke. Ja, das weiß ich auch sehr zu schätzen. Was war denn so dein interessantester Kunde? Mit dir Privatjet, Helikopter, Restaurant essen. Und ich habe wirklich sehr, sehr viel erlebt. Als wir das damals gemacht haben, muss ich wirklich sagen, dieser Billionaires-Lifestyle, der ist schon echt heftig. Als Normalsterblicher hätte ich das, glaube ich, wäre ich niemals in den Genuss gekommen. Und es war auf jeden Fall eine Life-Experience. Aber du weißt ja, was demnächst ja auf dich dazukommt. Wir werden ja uns demnächst ja wieder Richtung Marokko, werden wir ja einen Trip machen, ne? Du weißt ja, ne? Kann man ja auch mit dem Heli machen, ne? Kann man auch mit dem Heli machen, ne? Du hast ja gesagt, ne? Du besorgst der Gurte und lässt dich zum Heli raushängen, ne? Ja, das habe ich ja schon mal gemacht. Um gute Aufnahmen ja zu machen, das, ne? Ist kein Problem. Also ich würde mich dazu bereit erklären, im Heli draußen zu hängen und du unten auf dem Speedboat und ich filme das Ganze von oben, ne? Als würde ich dich jagen. Aber ich jage ja nur ein gutes Bild von dir. Okay. Du hast ja in vielen Vlogs auch erwähnt, dass du, glaube mit Mitte 20 deinen ersten Rolls-Royce geschenkt bekommen hast. Kannst dich noch an das Gefühl erinnern, als du das erste Mal den Schlüssel reingemacht hast und hinterm Steuer saßt und vor allem
Weißt du noch, wo du dann hingefahren bist? Ja, natürlich weiß ich das noch. Sowas vergisst man ja nicht, ne? Ja. Das erlebt man ja nicht jeden Tag. Richtig. Ne? Man kann ja froh sein, wenn man das einmal im Leben erlebt. Ja, was soll ich sagen? Da ist der Traum halt in Erfüllung gegangen. Und wo ging's hin? Kann ich dir sagen, wo es hinging? In irgendeine Boutique. Ja. Und da habe ich mir den passenden Anzug dazu gekauft, zu dem Rolls-Royce. Damals der erste Rolls-Royce. 3 Jahrzehnte später sitzt du hier in Marbella auf der Yacht. Da kann man sich schon selber mal auf die Schulter klopfen, oder? Selber auf die Schulter habe ich mir noch nie geklopft, aber ich bin, sag ich mal, schon stolz darauf, ne? Wie ich mein Leben gemeistert habe, ne? Ja. Seit ich aus dem Knast wieder raus bin. Ne? Ja. Und bin natürlich auch stolz darauf, ne? Dass ich seit 14 Jahren nie mehr vor Gericht stand. In meiner Vergangenheit waren ja die Gerichtssäle und der Knast ja meine zweite Heimat, ja, sozusagen. Das war ein Kapitel aus meinem Leben und dabei soll es auch bleiben. Du bist auch ein Mensch, der will nicht so lange um den heißen Brei rumreden. Es gibt nur Ja oder Nein. Frage-Antwort. Ist dir das eigentlich bewusst, wie schnelllebig oder dass du immer irgendwie auf der Überholspur warst die letzten 3 Jahrzehnte? Naja gut, 7 Jahre davon war ich nicht auf der Überholspur. Ne? Da war ich eingeparkt, ne? Ja, im Knast. Ne? Ja, gut. Okay, aber die restlichen, würde ich schon sagen, alles so ein wenig auf der Überholspur stattgefunden. Und gut, und damit muss ja jetzt Schluss sein. Ne? Das war halt so mein Rhythmus, ne? In dem ich mich irgendwann in jungen Jahren da rein begeben habe. Aber jetzt wird es an der Zeit, auf jeden Fall definitiv ruhiger zu machen. Ne? Du hast ja gesagt, du willst eigentlich hierher kommen und ein bisschen ruhiger und dem Stress auch ein bisschen aus dem Weg gehen. Jetzt hast du hier ein Auto, Luxury, Rental Service machst du auf. Guck mal, ich habe ja gesagt, ich will ja definitiv ruhiger und ich habe mich auch zurückgezogen und alles. Und ich werde einen Teufel tun, daran was zu ändern. Aber es gibt ja manchmal Leute, die fragen mich, ob ich bei gewissen Dingen halt dann mitmache, wie zum Beispiel jetzt bei dieser Autovermietung. Und wenn die Leute zuverlässig sind und ich kenne die schon lange und ich weiß, dass die sich auch den Arsch aufreißen und alles, ne, und fleißig sind und alles, ja, wieso soll ich es da nicht machen? Ich habe ja so vor einem Jahr ungefähr vom halben Jahr so meinen Horizont ja mal ein wenig erweitert. Ich habe ja immer gesagt, 3 Jahrzehnte lang, egal wo ich gefragt worden bin, wegen irgendwelchen Geschäften, ich bin da nie eingestiegen. Das hat mich nie interessiert. Ich habe auch nie nachgerechnet, ob es lukrativ für mich gewesen wäre. Die Bordelle waren halt immer mein Zuhause. Und wie gesagt, ich bin gefragt worden, derjenige, den kenne ich auch schon jahrelang, auch noch ein jüngerer Kerl und auf jeden Fall sehr, sehr fleißig. Wenig Blödsinn im Kopf drin und alles. Ja, und wieso soll man das da nicht machen, ne? Wenn sich da zuverlässige Leute drum kümmern. Ne? Und dass es jetzt natürlich da ergibt, dass wir eventuell jetzt hier noch von unserem Freund Herbert aus München, vom Bredstore, dass wir hier jetzt wahrscheinlich noch eine Filiale aufmachen. Das hat sich jetzt halt so mitergeben. Geld ist ja wirklich nicht alles im Leben. Ich war noch nie so auf Geld fokussiert. Ne? Alles, was ich gemacht habe, hat mir Spaß gemacht und alles. Bin auch noch nie früh aufgestanden und habe mich vor den Spiegel hingestellt und habe gesagt, ich will Millionär werden und alles. Ne? Also dem Wunsch bin ich noch nie nachgerannt. Man sollte ja nicht hergehen und den Glauben oder sein Leben nur nach Geld ausrichten und alles. Das ist ja ein Traum, den ich mir erfüllt habe, wo ich irgendwann gesagt habe, ich lebe die Hälfte vom Monat hier und die andere Hälfte in Deutschland. Dass ich jetzt komplett von Deutschland weggehe, das wird nicht passieren. Also ich werde da immer ein bisschen Zeit verbringen. Werner bleibt Frankfurt und alles. Ne? Und jetzt habe ich halt Geschäfte hier. Ne? Es gibt ja gewisse Leute, ich kenne ja da auch welche, die nimmst du, tust sie irgendwo hin, in ein neues Land und dann kommst du nach einem Jahr zurück und dann ist er der totale Macher plötzlich dort. Und das kann man sich mit Geld nicht kaufen. Wenn du im Leben, wenn du es einmal geschafft hast, und das ist ja das, was viele Leute da draußen, die gehen her, erleiden Bruchlandung mit ihren Geschäften und dann geht es ja bis dahin, dass sie ja begehen und alles. Ne? Aber wenn du es doch einmal geschafft hast, dann weißt du doch, wie du nach oben gekommen bist. Und selbst wenn du doch abstürzt, dann musst du doch ganz einfach die Arschbacken zusammenkneifen und du weißt doch den Weg, wie es nach oben geht und alles. Ne? Und da scheitern halt viele daran. Mich kannst du absetzen, wo du willst und da muss auch kein Geld da sein. Irgendwie komme ich nach oben wieder. Gibt es einen Moment aus deiner Kindheit, wo du sagst, das war der schönste Tag in meinem Leben als Kind? Ich weiß, wo war Siebenbürgen nach Deutschland gekommen sind. Ich meine, das war ja in Rumänien, jeder weiß ja zu der Zeit, das war ja eine Diktatur. Da hat es halt vorne und hinten an halt allem gefehlt gehabt in dem Land. Da weiß ich noch, wo ich hier in Deutschland angekommen bin, da waren überall Kinder und die haben so Drachen steigen lassen. Einen Tag später oder so, weiß ich noch, da hat man meine Oma, die hat ja damals noch gelebt und die hat mir so einen Drachen gekauft. Da habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Also ich habe da keine Gurus gebraucht, ich habe da auch keine Leute auf der Bühne gebraucht, die mir das alles so beibringen. Ich habe, sage ich mal so, alles, was ich so gelernt habe und was mich im Leben weitergebracht habe, auf der Straße gelernt. Für viele Straße, wenn jemand die Aussage bringt, die kriminelle Schiene oder irgendwas, egal wo du dich bewegst, es gibt immer vernünftige Leute. Und such dir die Vernünftigen aus und such dir nicht irgendwelche Pappler,
Dummköpfe oder irgendwelche, die auf Drogen sind, halt aus. Also wie gesagt, mir hat mein Umfeld noch nie geschadet. Was da in meinen jungen Jahren mit dem Knast war, da kann ich auch keinem die Schuld geben. Das habe ich mir ja zugefügt. Da waren ja selbst da waren ja noch Leute und die haben immer gesagt, oder einer ganz besonders, du schreist nach Knast. Guck mal, das beste Beispiel, das war so gar nicht lang nach meiner Knastentlassung. Da war ich, glaube ich, ein Jahr schon draußen. Ein guter Freund, der hatte hier ein Haus in Mabea und der hat mich auf jeden Fall immer mit hierher genommen gehabt. Ich habe hier auch eine schöne Zeit ja auch verbracht gehabt. Das hatte ich natürlich damals gefeiert gehabt. Und da wurde ich so das erste Mal mit Mabea konfrontiert. Da bin ich nach Deutschland und da haben mich viele gefragt, und wie war es da unten und alles. Und da habe ich zu allen gesagt, also wenn ich es geschafft habe, will ich drüben ein Haus haben und will da drüben die Hälfte vom Monat leben. Ne? Das war mein Ziel, die Hälfte vom Monat in Spanien. Ne? Ich war mir da auch zu nichts zu schade, bin aus dem Knast rausgekommen, bin ganz normal sogar arbeiten gegangen im Angestelltenverhältnis, habe für 9 Euro auch an der Tür gearbeitet gehabt. Das hat ja einfach dazu mit beigetragen, dass ich ja wieder erfolgreich geworden bin. Werner, dein Buch gibt es ja aktuell zum Vorbestellen. Ich habe was dabei. Druckfrisch. Die ersten Exemplare, ne? Die ersten Exemplare sind da. Auf Amazon kann man es vorbestellen. Richtig. Den Link blenden wir mal ein und in der Videobeschreibung ist er auch. Du hast ja das Buch geschrieben, aber hast du es auch ich habe es nicht geschrieben. Da kam ja vom Buchverlag ein Ghostwriter. Genau. Richtig. Und der hat es ja, der hat mich da ein paar Wochen begleitet und der hat es ja geschrieben, ja? Wie ist es jetzt, die erste druckfrische Ausgabe so in der Hand zu halten? Was soll ich denn sagen? Dass irgendwann mal ein Buch über mich rauskommt. Das hätte ich. Das war ja nie mein Ziel. Ich wurde ja gefragt vom Buchverlag. Ich hätte nie gedacht, jetzt sage ich mal in meiner Jugend, dass mein Leben irgendwann mal im Buch landen wird. Und dass das ja einige Leute da draußen vielleicht ja interessiert. Du weißt ja, ich bin ja so ein richtiger Kinoliebhaber, so wie du auch. Wenn jetzt irgendein Regisseur kommen würde und würde sagen, ey, das Buch wollen wir verfilmen. Du dürftest den Schauspieler aussuchen, der dich spielt. Wen würdest du denn wählen? Das ist ja ein Stück deutsche Geschichte, ne? Ja. Also muss es ja definitiv auch ein deutscher Schauspieler machen. Ihr könnt es ja sehen, Bordellbetreiber, wie ihr wollt, positiv. Negativ ist mir egal. Ich tue, selbst wenn sich jetzt jemand kontrovers äußern würde, würde ich mit ihm darüber diskutieren, solange er respektvoll, sage ich mal, dem Beruf gegenüber und den Frauen gegenüber ja wäre und alles. Das ist für mich 3 Jahrzehnte Rotlichtgeschichte und damit natürlich auch 3 Jahrzehnte deutsche Unternehmensgeschichte. Und das sage ich da aus tiefstem Herzen, weil jeder, wo denkt, komm, wir machen mal einen Puff auf und Ding und alles, Leute, vergisst es einfach. Vergisst es. Werner, hast du jetzt abschließend noch ein paar Worte zum Buch? Zum Buch kann ich noch Folgendes sagen. Ne? Das sind 3 Jahrzehnte Rotlichtgeschichte, viel Vibe, Wein und Gesang, aber natürlich auch eine Prise Crime und sehr, sehr viel Drama. Wer Interesse daran hat, der sollte sich das Buch jetzt vorbestellen. Was den finanziellen Aspekt angeht, ist mir persönlich das egal. Mein Kühlschrank und das Boot wird nach wie vor vollgetankt sein, auch wenn das Buch sich nicht verkaufen lassen würde. Wo ich jetzt besonders stolz drauf wäre, ne? Wenn wir es schaffen würden, ne? Dass dieses Buch auf der Spiegel-Bestsellerliste landen würde. Das wäre für mich das absolute Highlight. Wenn ich die Möglichkeit hätte, hier hast du einen Rolls-Royce oder das Buch soll auf die Spiegel-Bestsellerliste, würde ich definitiv dieses Buch nehmen. Von da, wo ich herkomme, haben es einige geschafft, auf die Spiegel-Bestsellerliste zu kommen, mit viel Lügen. Das waren meistens dann so Leute, die haben das Leben dann hinter sich gelassen und sind nicht dazu gestanden, um ihren Arsch zu retten. Und das ist definitiv bei dem Buch nicht der Fall, weil das hat es in meinem Leben noch nie gegeben. Ja. Verrat oder schlecht über die Leute geredet. Nein, wenn ich was falsch gemacht habe, dann bin ich dazu gestanden, habe meine Packung genommen. Dass so ein Buch natürlich mal auf die Spiegel-Bestsellerliste kommt, also das wird mich auf jeden Fall besonders stolz machen. 3 Jahrzehnte Rotlichtgeschichte und 3 Jahrzehnte deutsches Unternehmen. Genau. Bestellt alle dieses Buch. Bringt den Werner auf die Spiegel-Bestsellerliste. Damit macht er ihm einen ganz großen Gefallen und da ist er auch super glücklich dann drüber. Und ich natürlich auch. Ja, und du natürlich auch. Und alle, wo da daran mitwirken und das Ganze supporten, an die Community da draußen, sollten wir auf der Spiegel-Bestsellerliste landen, na, werde ich für die nächsten 10 Jahre noch Vlogs drehen. Und vor allem der, wo das Buch geschrieben hat. Na? Gianluca Oral, meine Damen und Herren. Ich persönlich kenne ihn ja sehr gut, du kennst ihn ja auch. Wir hatten uns ja durch den Buchverlag, haben uns ja kennengelernt gehabt. Irgendwann hat er mich mal angerufen, dass er vom Buchverlag wäre. Und dann hat sich herausgestellt, dass das sein erstes Buch ist. Das ist ein sehr, sehr junger Kerl. Ein ganz netter, ganz lieber. Er wollte nie vor die Kamera. Der hat sehr, sehr große Ziele, die er bestimmt auch erreichen wird. Und ihr werdet alle noch sehr, sehr viel von dem hören. Wird zwar noch Jahre dauern, aber er arbeitet sehr stark daran. Ich wurde ja gefragt, ob das okay ist, dass er das ja macht und alles. Und das wäre für mich nochmal so besonders ein Kick, wenn
der Can in jungen Jahren sein erstes Buch geschrieben hat und das natürlich gleich auf der Spiegel-Bestsellerliste landen würde. Ne? Das würde ich dem Can auf jeden Fall von Herzen gönnen. 100%. Also ich muss auch sagen, das fand sehr gut, dass du ihm auch direkt das Vertrauen geschenkt hast, weil da darf ja auch nichts verrutschen. Seid euch sicher, ihr werdet von dem noch da draußen sehr, sehr viel hören. Und ich würde das Ganze nicht nur auf Deutschland beziehen, ich würde sogar sagen, ich denke, dass der das Zeug hat, international bekannt zu werden. Ja. Definitiv. Eins möchte ich trotzdem noch von dir hören. Wir sollen ja alte Traditionen nicht brechen. Ja. Wenn euch der Vlog gefallen hat. Ja, dann könnt ihr den Kanal jetzt auch liken, abonnieren und teilen. Genauso macht das bitte. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sind raus. Und für euch nochmal ein schöner Schwenk aufs Meer.